Säule noch einmal ausgewählt haben, um spezieller zu zeigen, wie Fortschritt funktioniert in der Behandlung. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Frau Dr. Linsenmeier sich bereit erklärt hat, einen Vortrag zu halten zur Frage Strahlentherapie der Brust ist weniger mehr. Grüß Gott zusammen, es freut mich auch. Ich muss es gerade noch öffnen kurz hier, genau. So, jetzt. Voilà, da ist Vinja. Also ich wünsche auch einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich sehr, dass ich ein bisschen was zur Strahlentherapie erzählen darf. Und es freut mich noch mehr, dass ich ein paar bekannte Gesichter sehe hier. Die Strahlentherapie ist eine wichtige Säule im Brustkrebs, in der Brustkrebsbehandlung. Und die Frage heute war, ist weniger mehr von der Strahlentherapie? Ich habe Ihnen einfach hier mal ein paar Bilder mitgebracht, um die Strahlentherapie ein bisschen plastischer und anschaulicher zu machen. Das ist unser Arbeitsgerät, mein Arbeitsgerät. Das ist ein Linearbeschleuniger, unser sozusagen Working Horse. Und hier ist einfach ein Beispiel, wie man an diesem Linearbeschleuniger liegen muss, wenn man am Brustkrebs behandelt wird, Brustkrebs bestrahlt. Und hier, das ist einfach eine plastische Darstellung. Man liegt eben auf so einem Brett und das Bestrahlungsgerät umfährt quasi den Patienten. Die Frage, die sich sicher stellt, ist, wir haben ja drei Säulen der Behandlung beim Brustkrebs, die Systemtherapie, die Operation und eben auch die Bestrahlung. Die Frage ist, warum wird nach einer Operation überhaupt noch bestrahlt? Und da gibt es ganz klare Antworten. Die Bestrahlung verbessert die lokale Kontrolle des Tumors in der Brust und damit verbessern sich auch die Heilungschancen. Und das ist ja unser Ziel, oder? Die Heilung, wie wir das bereits mehrmals schon gehört haben, ist klar das Ziel unserer Behandlung. Das ist jetzt einfach ein Beispiel von einer etwas älteren Studie, aber mit einer langen Nachbeobachtungszeit, eben sogar über 10 Jahre, wo man geschaut hat, was hilft die Bestrahlung, wann kommt das erste Rezidiv in der nicht bestrahlten Brust, das ist die obere Säule hier, oder eben in der bestrahlten Brust. Und da sieht man einen klaren Unterschied von über 15%, also es hat einen großen Benefit, die Bestrahlung. Das Gleiche kann man dann übertragen auf Patienten mit positiven Lymphknoten, mit negativen Lymphknoten. Die positive Effekt der Bestrahlung überträgt sich dann eben auch natürlich auf die Heilungschancen. Also ganz wichtig, das ist unser Grund, warum wir nach brusterhaltender Therapie und in anderen Fällen auch manchmal nach Mastektomie und auch nach Lymphnodektomie oder auch mit positiven Lymphknoten die Bestrahlung anbieten. Ganz wichtig, um die Heilungschancen zu erhöhen. Jetzt, wie sieht so ein Bestrahlungsplan aus? Es passiert bei der Bestrahlung eben auch immer sehr viel im Hintergrund. Ich habe Ihnen gerade schon gezeigt, wie man bei so einer Bestrahlung liegt als Patientin. Und das ist jetzt so ein Bestrahlungsplan von einem Brustkrebs, eben die Tangente, also so eine tangentiale Bestrahlung. Man nennt es deswegen tangentiale Bestrahlung, weil ich meistens eben die Brust, und das ist jetzt hier die rechte Brust, das wäre die linke Brust, von schräg unten und von schräg oben bestrahle. Eben in so einer Tangente. Und manchmal gibt es auch noch Indikationen, dass man dann das Tumorbett bestrahlt. Das ist der sogenannte Boost. Und Sie sehen hier eben, es wird immer die ganze Brust eingefasst. Das sind verschiedene Ansichten. Und beim Boost eben ganz klar ein deutlich kleineres Bestrahlungsfeld. Da wird das Tumorbett eingefasst, das eben auch idealerweise von den Operateuren vorher mit Clips, und das sieht man hier, markiert wird. Also ganz wichtig eben immer die enge Zusammenarbeit auch mit den Kolleginnen und Kollegen natürlich. Was möchte ich natürlich erreichen mit meiner Bestrahlung? Ich möchte auch mit der Bestrahlung immer die Risikoorgane maximal schonen, und der eine oder andere, der vielleicht die Bestrahlung schon hinter sich hat, kennt das noch. Wir versuchen eben das Risikoorgan bei der Brust, das Herz und Lunge, beide Organe maximal zu schonen. Und das gelingt uns, indem wir spezielle Techniken anwenden, die die Bestrahlung für Sie ein bisschen unangenehmer machen, weil Sie Kommandos hören, für uns natürlich deutlich einfacher. Und das ist jetzt eine Bestrahlung eben in tiefer Einatmung, Deep Inspiration Breath Hold. Und da sehen Sie hier einen Clips und hier das Herz, was doch relativ nah an diesem Clip sitzt. Da hat die Patientin ganz normal geatmet. Und dann wurde sie gebeten, eben tief einzuatmen und die Luft anzuhalten. Und das sehen wir hier. Die Patientin hat sehr gut mitgemacht, konnte die Luft schön lang anhalten. Und dann sieht man hier, dass dieser Clips eben nach oben
und nach hinten wegrutscht und vor allem das Risikoorgan Herz, eben, das ist ja die gleiche Ebene, eben an dem Clips zu sehen, nach unten und hinten weggeht. Also durch diese Technik der tiefen Einatmung, was ja eigentlich ganz einfach ist für jede, ich sage es vorsichtig ausgedrückt, was machbar ist für die meisten Patientinnen, was natürlich auch trainiert werden kann, einfach darf man nicht sagen, hilft mir aber dann, meine Risikoorgane eben sehr schön zu schonen und macht die Bestrahlung eben auch weniger risikoreich und auch weniger nebenwirkungsreich. Das war der Ablauf der Bestrahlung, die Indikation. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Bestrahlungsmöglichkeiten und eine Entwicklung der letzten Jahre ist, dass man die Bestrahlungszeit eben deutlich verkürzt hat. Noch vor 10 Jahren hat man den Patientinnen eine Therapie über 5 Wochen geboten, ganze Brustbestrahlung plus minus Boost. In den letzten 10 Jahren ging das doch schon weiter zurück, Therapie über 3 Wochen plus minus Boost, die sogenannte Hypofraktionierung. Und aktuell in Einzelfällen ist die Therapie noch kürzer geworden, die sogenannte Ultra-Hypofraktionierung, wo man eben dann eine Therapie über 1 Woche anbieten kann. Das kann man natürlich nie immer für alle Patientinnen gleich über einen Kamm scheren, da muss man individuell anschauen, ob das möglich ist, aber das sind so die Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und ich habe das hier nochmal von dem Kollegen übernommen, der es schön plastisch dargestellt hat. Die konventionelle Bestrahlung, das sind die Bestrahlungen, die eben vor 10 Jahren noch durchgeführt wurden, wenn 25 Mal, also 5 Wochen. Dann gab es eben in den Nullerjahren verschiedene Studien, die das Ganze dann verkürzt haben, zum Beispiel auf 3 Wochen oder eben auf 5 Wochen und dann nur jeden 2. Tag. Und jetzt aktuell ist diese letzte Studie, die Fast-Forward-Studie, wo man die Bestrahlung wirklich von den 3 Wochen auf einmal die Woche und jetzt vor allem auf 1 Woche insgesamt verkürzt hat. Und das ist natürlich für den Patienten viel angenehmer. Sie müssen viel weniger zu uns kommen. Denn was ich häufig höre ist, ach du meine Güte, 4, 5 Tage muss ich jetzt zur Bestrahlung kommen. Das ist relativ lang und auch aufwendig, weil es natürlich jeden Tag sein sollte. Aber darf ich einfach die Bestrahlungszeit so verkürzen? Und was ist da wichtig zu beachten? Natürlich muss die sehr gute lokale Kontrolle auch vergleichbar sehr gut bleiben, was die Studien gezeigt haben, das ist der Fall. Und ganz wichtig auch für die Patientin ist die Kosmetik. Bleibt die Kosmetik gleich, wenn ich die Bestrahlung verkürze von 5 Wochen auf 1 Woche? Und auch da muss man sagen, durch auch moderne Bestrahlungstechniken, viel schönere Pläne als noch vor 10, 15, 20 Jahren, auch die Kosmetik bleibt gleich. Und es geht da vor allem um Ödeme, also ein bisschen Schwellungen, Teleangiektasien, das sind Besenreißer, auch Brustveränderungen. Und das ist natürlich gleich gut oder hat gleich gut zu bleiben. Ich möchte Ihnen ganz kurz noch diese Ultra-Hypofraktion, diese Fast-Forward-Studie etwas genauer zeigen. Eben, da gibt es schon ein Follow-up von 5 Jahren. Sie haben aber vorher natürlich gehört, bei den länger zurückliegenden Studien gibt es auch Follow-ups von 10 Jahren, 15 Jahren. Aber das ist eben sehr vielversprechend, auch bereits nach 5 Jahren. Da hat man über 4000 Patienten eben beobachtet. Das ist eine Studie aus Großbritannien mit eben Tumoren im Frühstadium oder keine Lymphknotenbefall und man hat dann eben verglichen 15 Bestrahlungen mit einer niedrigeren Einzeldosis über 3 Wochen versus 5 Bestrahlungen mit einer erhöhten Einzeldosis über 1 Woche. Was natürlich wichtig ist, die Wirksamkeit muss gleich bleiben, oder? Man hat also dann wirklich auch nach den 5 Jahren geschaut, wie ist es mit den Rezidiven in der Brust. Und da hat man wirklich festgestellt, dass diese Schemata, die ich Ihnen gezeigt habe, eben die gleich niedrige Rezidivrate haben, ganz wichtig. Also von daher, in gewissen Fällen ist das sehr gut anzuwenden. Was natürlich auch wichtig ist, ist die Kosmetik, haben wir gerade schon gehört. Und da hat man festgestellt, dass die Kosmetik mit den 5 Sitzungen in der Einzeldosis 5,2 Gray vergleichbar ist mit der Kosmetik 15 Sitzungen, also 3 Wochen Bestrahlung mit der eben momentan gängigen Einzeldosis 2,67 Gray. Also ist das Ergebnis dieser Studie ganz klar, also diese 5 Sitzungen mit 5,2 Gray ist dieser längeren Bestrahlung vergleichbar. Eine weitere Neuerung ist natürlich die Teilbrustbestrahlung, also bei Tumoren im Anfangsstadium muss ich nicht mehr die ganze Brust bestrahlen, sondern kann nur einen Teil
einen kleinen Bereich der Brust bestrahlen. Auch das ist ganz wichtig, oder? Je weniger Gewebe ich bestrahlen muss, desto weniger Spätnebenwirkungen habe ich auch zu erwarten. Das ist etwas, was man bei Tumoren im Frühstadium anbieten kann. Im Moment gemäß den Guidelines vor allem postmenopausale Patientinnen, kleinere Tumoren, also unter 2 cm nur an einer Stelle. Natürlich muss es gut im Gesunden resiziert sein und klar, es darf keinen Lymphknotenbefall haben. Die Rezeptoren sollten positiv sein und das sind eben diese speziellen Brustkrebs-Eigenschaften und der Herzeptin-Rezeptor sollte negativ sein. Und dann kann man eben wirklich nur einen Teil der Brust bestrahlen. Wenn Sie zurückdenken an den Anfang, wo ich Ihnen ein Bild gezeigt habe, wo man die ganze Brust quasi bunt sieht, also mein Bestrahlungsfeld ist, ist es natürlich deutlich weniger, ein Viertel bis die Hälfte der Brust. Was wollte ich Ihnen mitgeben? Auch die Bestrahlung ist im Wandel. Bestrahlung wird kürzer. Bestrahlungsfelder können kleiner werden, werden kleiner. Und die Bestrahlung wird damit auch immer besser verträglich werden. Vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Ja, da hinten sehe ich eine, genau. Nochmal, Mastektomie, Entschuldigung. Soll ich nochmal von vorne? Nein, ist gut. Weil wenn eine Mastektomie gemacht worden ist mit einem gleichzeitigen Aufbau oder vielleicht auch ein Aufbau später geplant ist, ist da auch eine hypofraktionierte Bestrahlung möglich, weil ja da eigentlich ja doch die Fläche doch eigentlich relativ groß ist, weil ja da praktisch überall da, wo die Brust gewesen ist, so die ganze Brustwand und so. Das ist eine sehr gute Frage. Genau die Frage war nach einer Mastektomie, ob man da auch eine hypofraktionierte Bestrahlung machen kann. Moderat hypofraktioniert, ja, da gibt es gute Daten dafür, dass das eben vom kosmetischen Outcome wirklich das Gleiche ist oder vergleichbar ist, sicherlich nicht ultrahypofraktioniert, das würde man nicht empfehlen oder da gibt es noch keine wirklich guten Daten dazu, aber moderat hypofraktioniert ist möglich, man muss auch sagen, es gibt natürlich verschiedene Arten der Mastektomie mit dem Sofortaufbau, mit dem Expander, aber grundsätzlich moderat hypofraktioniert, ja. Danke. Gibt es weitere Fragen? Ich hatte im Januar die letzte Bestrahlung und fühle mich immer noch äußerst erschöpft, obwohl ich eigentlich gestern von einer 2-wöchigen Erholungskur zurückgekommen bin. Ja, das ist eben auch, das ist ein guter Punkt, oder? Die Erholung nach so einer Therapie, und Sie hatten ja vor der Bestrahlung auch die Operation, nehme ich an, und haben jetzt möglicherweise auch noch eine endokrine Therapie, also nehmen auch noch Tabletten ein. Die Rekonvaleszenz dauert länger oder mindestens die gesamte Therapiedauer, also wenn Sie rechnen von Operation mit Bestrahlung, 1-2 Monate, muss man sicherlich auch 1-2 Monate Rekonvaleszenz rechnen und manchmal eben auch deutlich länger. Das ist leider so und was hilft, ist neben der Kur natürlich auch das, was die Kolleginnen schon angesprochen haben oder moderate Bewegung, aber auch dem Körper sein Recht lassen und wenn man eben das Mittagsschläfchen braucht oder die Ruhe braucht, dann muss man dem Körper auch die Zeit zur Ruhe geben. Das ist ganz wichtig, dass man ein bisschen forciert, aber eben nicht zu sehr forciert. Was es am Unispital auch gibt, sind so Physiotherapieangebote, Trainingstherapien, wo man allenfalls da auch mal mit den Kollegen, mit den Physiotherapeuten sprechen kann, ob es gewisse Übungen gibt, die einen so ein bisschen aus dieser Fatigue rausholen. Aber möglicherweise kommen da die Breast Cancer Nurses gleich noch drauf. Genau, ich möchte da nicht vorgreifen. Aber es ist leider so, dass man sich von so einer Therapie lange holen muss. Ja. Hat eventuell die Antihormon-Medikament einen Einfluss auf meinen Zustand? Eine Kombination, oder? Das kann man ja nicht so auseinanderdividieren. Aber das, genau, das ist, habe ich gemeint mit den Tabletten. Ganz genau, die endokrine Therapie, die Antihormontherapie kann natürlich auch mal müde machen als Nebenwirkungen. Genau, das ist leider auch so, ja. Aber man gewöhnt sich oft dran oder man muss es sicher mal 3 bis 6 Monate nehmen, um dann wirklich auch eine Aussage machen zu können. Oft dauert es einfach einige Monate, bis man sich an so eine Umstellung gewöhnen kann.
Also nicht aussetzen. Nicht, also kenne sie jetzt zu wenig, aber nicht aussetzen. Nein, das würde ich nicht empfehlen. Moment, sondern wirklich dranbleiben, das ist ganz wichtig. Ja, ja. Genau. Gibt es weitere Fragen? Und da braucht man keine zusätzliche Chemo oder sowas. Gibt es sowas? Also gutartig, das natürlich schon, oder? Aber wir sprechen ja hier von Brustkrebs und das ist per Definition, Krebs ist nicht gutartig. Dann braucht es natürlich die Behandlung bezüglich Chemotherapie, ja. Also nicht alle Frauen mit Brustkrebs, haben wir gerade schon gehört, benötigen eine Chemotherapie. Das ist schon so, genau. Aber bei gutartigen Tumoren grundsätzlich, das entspricht jetzt nicht dem Brustkrebs, sondern dann ist es nur eine Operation. Ich habe das einfach als Parallele gezogen, weil bei mir wurde ein Lungentumor festgestellt und ich hatte keine Chemo. Mir wurde einfach eine Reha empfohlen und die Reha war Corona-infiziert, also deswegen hat ja. man gesagt, lieber nicht. Da muss ich sagen, da kenne ich jetzt Sie zu wenig, um da wirklich etwas Substanzielles sagen zu können. Oder? Das hängt natürlich auch vom Tumorstadium, vom Tumor selbst ab. Das, da kann ich, die Frage kann ich leider nicht beantworten. So. Ich habe gedacht, 100% oder immer Chemo. Also. Nein, 100% in der Medizin ist leider nie 100%. Das tut mir leid. Okay. Ja, danke. Danke. Ja. Gibt es weitere Fragen? Ja. Ja, ich habe eine Frage. Letzten Juni, Juli war ich fertig mit der Bestrahlung, also das ist ein Jahr her. Ist das immer, ist das möglich, dass ich noch solche Schmerzen habe ein Jahr später? In der bestrahlten Brust, meinen Sie? Ja. Das müsste man sich etwas genauer anschauen, aber das gibt schon, man hat ja vorher auch operiert, oder es gibt schon, dass es manchmal länger dauert. Oft gibt es eben auch so Fibrosen, kann mal Verwachsungen geben, kann mal auch Narbenschmerzen geben, zum Beispiel gerade bei Wetterwechsel. Sonst müssen Sie Ihren behandelnden Onkologen, Radio-Onkologen nochmal zu Rate ziehen. Physiotherapie hilft oft zum Beispiel. Aber die Schmerzen sollten mit der Zeit weniger werden und meistens ist nach einem halben Jahr ist es wirklich deutlich besser, aber es gibt immer die Ausnahme, genau, und ich sehe auch einige andere, die hier nicken und den Kopf schütteln. Ja, es ist natürlich immer möglich, dass man auch länger an diesen Nebenwirkungen zu knabbern hat und leidet. Und dann eben Physiotherapie ist etwas, was oft gut helfen könnte. Und natürlich auch nachschauen, warum da Schmerzen sind, das ist auch wichtig. Ja, vielleicht war das die perfekte Überleitung. Genau. Vielen Dank, Claudia. Ich glaube, das Interesse ist klar da für das Thema.